Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es zum Manaslu, der Berg der Seelen. Und das ist eine neue Dokumentation, wo ich anfangs dachte, dass sie von Werner Herzog ist. Allerdings, nach ein bisschen gucken, habe ich dann gemerkt, nee, ist es gar nicht, sondern sie ist von Gerald Salmina. Und der ist Produzent und von einigen Dokumentationen und auch Regisseur, die bei Red Bull produziert wurden. Und deswegen haben wir dann erstmal gucken, okay, könnte sehr interessant werden. Dementsprechend, ja, ist eine wirklich tolle Dokumentation geworden. Was sie kann, das erfahrt ihr jetzt. Wir haben kein Mitleid verdient, weil wir werden ja von niemandem da hochgeschickt. Hans Kammerlander ist ein sehr erfolgreicher und vor allem auch bekannter Südtiroler Bergsteiger, der ja so gut wie alle Rekorde so innig hat, die es gefühlt gibt. Also unfassbar viele Rekorde, unfassbar viele Achttausende hat er bestiegen. Und es geht hier eben darum, dass seine Geschichte hier erzählt wird, wie es bei ihm angefangen hat, seine Kindheit und vor allem auch, wie es dann darum geht, den Manaslu am Ende dann zu besteigen. Also was vor 15 Jahren am Berg passiert ist, wo er wirklich seine Freunde verloren hat und wie viele Freunde er insgesamt schon am Berg verloren hat durch so extreme Touren, die er gemacht hat. Dabei kommt auch Werner Herzog ins Spiel, weil der auch einmal bei einer Tour dabei war und darüber eine Dokumentation gemacht hat. Deswegen wird er hier nochmal so ein bisschen als kleiner Interviewpartner mit reingebracht. Insgesamt muss man sagen, ist aber diese ganze Dokumentation über Hans Kammerlander, und das ist wirklich spannend gemacht. Man hat sowohl Privates mit drin, man hat aber auch das Erfolgreiche, die Karriere mit drin, und das funktioniert insgesamt wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem, sie haben das Ganze hier nachgespielt teilweise, also mit Schauspielern richtig authentisch nachgespielt. Das sieht unfassbar gut aus, muss man sagen, und die haben auch die Charaktere sehr gut getroffen. Und da komme ich gleich bei der Technik noch zu, wie toll das umgesetzt wurde. Dementsprechend hier wirklich toll erzählt, spannend, man muss sagen, vielleicht ein bisschen zu lang. Also ich dachte so gefühlt nach den ersten 1 bis 1,5 Stunden, okay, der Film ist jetzt vorbei. Nein, es geht noch weiter. Und deswegen, also an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu lang mit 2 Stunden. Da hätte ich mir mit 90 Minuten vielleicht ein bisschen, hätten sie sich vielleicht ein bisschen mehr einen Gefallen getan. Aber sie haben halt wirklich versucht, alles reinzubringen, was geht. Also du hast hier Story, Story, Story. Es wird einfach nicht langweilig. Dementsprechend 4 von 5 Punkten für die Geschichte. Schauspielerisch muss man sagen, erstmal von den Protagonisten, die real sind, das ist gut. Hans Kammerlander erzählt auch so gut wie alles aus seiner Perspektive. Das ist unterhaltsam, spannend gemacht. Und dann die ganzen Schauspieler. Ich kenne sie jetzt, ich glaube, da sind auch keine bekannten Schauspieler dabei, aber es ist wirklich spannend, unterhaltsam gemacht von denen. Die spielen das wirklich gut, authentisch. Dementsprechend, doch, einen habe ich gekannt. Das ist der Italiener aus der Lindenstraße, glaube ich, gewesen. Aber fragt mich jetzt nicht nach seinem Namen. Aber insgesamt wirklich guter Cast. Es ist überzeugend, es macht Spaß zuzugucken. Und ja, eben 4 von 5 Punkten. Vor allem, weil Hans Kammerlander auch so nah wirkt. Also das haben sie richtig gut hinbekommen. Ja, technisch muss ich sagen, Red Bull haut hier mal wieder was raus, wo man sagen kann, wow, krasse Sache. Also es sieht wirklich unfassbar gut aus. Sie haben mit Kamera, Drohnen, alles. Also du denkst dir so, wow, wie haben die denn am Mount Everest gedreht? Das sieht so unfassbar echt aus. Und wenn sie es irgendwie gefaked haben, es sieht richtig gut aus. Und das dann auch immer wieder mal mit echten Bildschnipseln sozusagen, die es gab, dazu. Und es sieht einfach, es ist toll gelöst. Also wirklich technisch tolle Umsetzung. Er sieht super gut aus. Wobei man sagen muss, an manchen Stellen, die Interviewsituation, die von Hans Kammerlander, da wirkt irgendwie so, als wenn er nicht immer hundertprozentig scharf wäre. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber sonst der Rest super cool gemacht, schön geworden. 4 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit, und ich muss sagen, Manaslu ist wirklich eine sehr gelungene Dokumentation. Und alle, die so ein bisschen Freude daran haben, Berge zu sehen, eine interessante, packende Geschichte, die sowohl ihn in ein gutes als auch ein negatives Licht drückt, weil man halt wirklich alle positiven und negativen Seiten seines Lebens beleuchtet. Dementsprechend, das macht wirklich Spaß zuzugucken, es ist unterhaltsam, und ja, am Ende geht man raus und sagt, boah, coole Dokumentation geworden. Dementsprechend, alle, die Bock drauf haben, können sich das definitiv angucken, ist toll geworden, und ja, dementsprechend 4 von 5 Punkten, auch Empfehlung fürs Kino. Läuft ja jetzt im Dezember auch schon in Südtirol und Österreich, glaube ich, an, und jetzt im Januar dann auch bei uns. Dementsprechend kann ich nur sagen, guter Film geworden, könnt ihr euch definitiv angucken, und insgesamt sind wir dann auch bei 16 von 20 Punkten, starker Film geworden. Auch für eine Dokumentation, die mal richtig im Schauspiel was rausreißt, weil sie wirklich mit Schauspielern gearbeitet haben.
Dementsprechend schöner Film. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei und aktiviert die Glocke. Schreibt mir aber auch in die Kommentare, was ihr von Dokumentationen haltet im Kino. Schaut ihr euch sowas an? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Dementsprechend war es das. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.